Wir stehen hier mit Klaus-Peter Bach, dem frisch gebackenen Vorstand des SC Neuenheim. Herr Bach, vielleicht können Sie uns ja ein bisschen einen Ausblick geben, was uns in nächster Zeit beim SC Neuenheim erwartet und was es jetzt auch für Sie bedeutet, das Amt übernommen zu haben. Ja, es ist für mich nichts Neues, weil ich ja schon mal Vorsitzender war von 2000 bis 2004. Und ich hoffe, dass wir an die gute Zeit von damals anknüpfen können, dass wir auf allen Ebenen des Vereins wieder gut zusammenarbeiten, so wie das damals die 4 Jahre der Fall war. Und gut zusammenarbeiten heißt, dass alle sich engagieren im Verein, Spieler, Trainer, Mitglieder, aktive, passive gleichermaßen. Und wenn uns das gelingt, dann wird das, was sich ja alle SCN-Mitglieder jedes Jahr erhoffen, nämlich Erfolg, irgendwann auch einstellen. Also Erfolg ist etwas, was man im Rugby nicht planen kann. Man kann jetzt nicht sagen, wir waren jetzt wenig erfolgreich und sind ab sofort erfolgreicher. Sowas funktioniert überhaupt nicht. Was wir tun müssen, ist gute Arbeit leisten, jeder für sich, und dann wird es schon gut werden. Und meine Aufgabe ist es, das zusammenzuführen. Jetzt ist ja gerade Sommerpause und die Vorbereitung für die kommende Saison fängt ja auch bald an. Was gibt es denn da aus SCN-Sicht für Neuigkeiten, Veränderungen und ja, wie stellt sich die Mannschaft da nächste Saison? Also wir hatten bisher ein Trainerteam, künftig haben wir einen Trainer, der jetzt in den nächsten Tagen seinen Co-Trainer oder seine beiden Co-Trainer nominieren wird. Das werden Spieler aus der ersten Mannschaft sein, die in diese Doppelfunktion schlüpfen werden. Wir haben einige neue Spieler im SCN, die von außen gekommen sind. Aber wichtig wird auch sein, dass eine immer größere Anzahl von Eigengewächsen aus der Nachwuchsarbeit den Sprung in die beiden aktiven Mannschaften jetzt schaffen werden. Und ich glaube schon, dass wir da in der neuen Saison uns auf das ein oder andere junge Gesicht in der ersten Mannschaft freuen dürfen. Jetzt ist der SC Neuenheim ja nicht nur der wahrscheinlich größte Rugbyverein Deutschlands, sondern auch natürlich integriert in die ganze Heidelberger Vereins, sag ich mal, Gemeinschaft. Was gibt es denn da für Anknüpfungspunkte innerhalb Heidelbergs? Wie ist da der SC Neuenheim aufgestellt? Also unter den Rugbyvereinen sind wir der Mitgliederstärkste mit gegenwärtig 550, 553 Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung. Wir werden natürlich versuchen, weiter zu wachsen, wobei innerhalb der Vereinsgemeinschaft Heidelbergs, also die spielt für die Zukunft des SCN eigentlich eine geringere Rolle. Für uns ist es wichtig, gut zu kooperieren mit Behörden, insbesondere mit der Stadt Heidelberg, wo wir ein traditionell sehr gutes Verhältnis zum Sport- und Bäderamt haben. Amt für Sport- und Gesundheitsförderung heißt es jetzt. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum Sportkreis Heidelberg und zum Badischen Sportbund, und das muss ausgebaut werden. Und dann werden wir ein ganz wichtiges Projekt angreifen. Das ist das Thema Kooperation SCN mit befreundeten Schulen. Und da werden wir schon am nächsten Mittwoch die erste Besprechung haben mit all denen, die sich künftig im Schulrugby für uns engagieren werden. Wenn sich jetzt, sage ich mal, junge Eltern die Frage stellen, ja, was soll mein Kind machen? Welche Sportart könnte ihm gefallen? Und dann fällt das Stichwort Rugby. Was würden Sie denn den Eltern raten oder den Eltern sagen, um die vom Rugby zu überzeugen? Ich würde Ihnen sagen, dass die Kinder bei uns gut aufgehoben sind, dass wir 19 sehr gut ausgebildete und engagierte Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer in der Jugendarbeit haben, dass auf die Kinder aufgepasst wird, dass wir sie aber auch sportlich ausbilden, und zwar nicht nur im Rugby, sondern gerade bei den Minis, die ja bei uns anfangen, so im Alter von 3 Jahren, erhält man eine gute sportliche Grundausbildung, wie früher im Kinderturnen oder wie seit vielen Jahren auch im Kinderfußball. Wir machen nicht nur rugby-spezifische Übungen mit denen, sondern sie sollen Ball spielen lernen, sie sollen ihr eigenes Rugby entdecken können, ohne dass da große Vorschriften von Seiten der Trainerinnen und Trainer gemacht werden. Und sie haben sehr viel Wettkampf, da wir ja an allen Turnieren des SAS Institute Junior Cups und des Winter Cups teilnehmen.
Wir haben auch Kontakte zu ausländischen Clubs, die wir pflegen, in Irland, in Frankreich, in Schottland, in Italien. Also wer bei uns seine Kinder herschickt, der kann sicher sein, dass die sich nicht langweilen, dass sie guten Sport treiben, dass sie dopingfreien Sport treiben, dass man auf sie aufpasst und dass sie auch international unterwegs sind, Freunde im In- und Ausland kennenlernen, und das macht ja auch Spaß für Jugendliche. Dankeschön, Herr Bach.